Ich bin Mirjam Franke. Ich leite das Kinderheim Rödelheim jetzt seit 4,5 Jahren. Wir haben 32 Plätze. Unsere Kinder sind im Alter von einem Tag bis 12 Jahre. Und die sind in 4 Wohngruppen altersgerecht unterteilt. Kinder, die hier sind, sind Frankfurter Kinder und wir haben alle Hautschattierungen hier. Wir haben muslimische, christliche, jüdische Kinder, das ist ganz unterschiedlich. Ich denke, es ist einfach toll zu sehen, wie Kinder sich entwickeln, wenn die eine Weile hier sind, wie viel Stärken die haben und auch unter den schwierigen Bedingungen, dass sie nicht wissen, was mit ihnen passiert, einfach ja, große Fortschritte machen. Ja. Über die Spenden können wir unseren Kindern zusätzliche Angebote ermöglichen, wie zum Beispiel unsere Klangstunde, heilpädagogisches Reiten, Freizeiten oder größere Ausflüge, wie zum Beispiel in die Lochmühle. Das Besondere für mich an Weihnachten ist zu sehen, dass die Fachkräfte sich sehr viel Mühe geben, den Kindern ein schönes Weihnachtsfest hier zu gestalten. Wir feiern zum Beispiel Nikolaus in den Gruppen, dann kommt ein Nikolaus und bringt Geschenke. Das ist immer sehr schön, weil manche Kinder sowas überhaupt nicht kennen und die das darüber kennenlernen können. Ansonsten haben die Kinder ihre Adventskalender und freuen sich dann auf Weihnachten, ja.